Ja, und über den Wohnungsneubau hat Müller heute auch gesprochen, zugegeben, das ist etwas untergegangen. Aber 15.000 neue Wohnungen entstehen wohl gerade jedes Jahr in Berlin. Für Müller ein Riesenschritt nach vorn. Ja, und dafür werden natürlich auch weiterhin private Investoren gebraucht. Doch wie attraktiv ist Berlin noch für Investoren, wenn plötzlich auch von Enteignung privater Wohnungsbestände die Rede ist? Zumindest bei den Koalitionspartnern der SPD. Agnes Tegner ist für uns heute Abend beim Neujahrsempfang der IHK. Die Spitzen von Wirtschaft und Politik feiern, aber diskutieren natürlich auch. Ja, gute Stimmung herrscht hier bei den über 2000 Gästen im Ludwig-Erhard-Haus beim Neujahrsempfang der IHK. Aber natürlich ist der angekündigte Rückkauf von Michael Müller der vielen Wohnungen, der Rückkauf im großen Stil hier auch Gesprächsstoff. Bei mir ist jetzt Stefan Schwarz, der Präsident der Handwerkskammer. Herr Schwarz, Sie werden im Mai nach über 16 Jahren Ihren Posten räumen. Da brauchen Sie jetzt kein Blatt vom Mund zu nehmen. Was macht der Senat im Moment falsch? Ich habe noch nie ein Blatt vom Mund genommen. Aber wenn Sie mich auf das Wohnungsthema ansprechen, dann glaube ich, lösen wir das Problem in Berlin nur, wenn wir mehr Wohnungen bauen. Und dafür müssen sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen. Wohnungsbauunternehmen, Bauindustrie, Bauwirtschaft, Bauhandwerk, um dann gemeinsam schnell Lösungen zu finden. Aber durch so einen Wohnungsdeal wird keine einzige neue Wohnung gebaut. Wie fatal ist denn dieses Signal der Enteignung? Also wenn es wirklich auf Enteignung hinaus liefe, wäre es ein ganz schlechtes Signal für den Wirtschaftsstandort Berlin. Denn wir brauchen ja Unternehmen, die in Berlin investieren. Der Stadt geht es zurzeit sehr gut, aber der geht es nur deshalb gut, weil es der Wirtschaft gut geht, weil viele Steuereinnahmen sprudeln. Und das sollte man nicht aufs Spiel setzen. Was fordern Sie speziell fürs Handwerk? Was soll der Senator machen? Wo drückt der Schuh? Ja, wir müssen die Bürokratie in Berlin abbauen, um einfach schneller die großen Probleme der Stadt, Infrastruktur, Wohnungsbau, Schulbau, schneller lösen zu können. Und da müssen wir endlich die Bremse lösen. Vielen Dank, Herr Schwarz. Ja, hier wird noch eine Weile gefeiert. Die Wirtschaft brummt und das ist schließlich auch ein Grund zu feiern. Und deswegen wird sicherlich noch eine Weile gehen hier im Ludwig-Erhard-Haus der IHK.